Den nächsten Applaus für die Birgit. Hallo. Komm, setz dich hier in die Mitte. In die Mitte? Ja, ja. Nimm mir Platz. Okay. Perfekt. Und eine schöne Runde ist. Eine Sache muss ich noch sagen. Ich habe nicht vergessen, dass wir gleich nochmal dein Tablet nehmen, weil wir wollen noch mal ein bisschen zum Thema Scribblen und Stock dazukommen. Ich komme darauf zurück. Ich komme dazu darauf zurück. Aber ich freue mich natürlich auch sehr, dass Birgit den Weg aus Barcelona zu uns geschafft. Du kommst direkt aus Barcelona wieder zu uns. Nö, ich komme direkt aus Salzburg. Fast aus Barcelona. Ja, ich unterrichte dort. Ah. Fast, also nach Salzburg kam ich aus Barcelona, ja. Wenn das okay ist. Ja, ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Letzte Stocknacht haben wir auch zusammen auf dem Sofa gesessen. Und genau. Ich kann mich sehr an einen sehr inspirativen Talk, inspirierenden Talk zum Thema, ich komme da nicht mehr raus, zum Thema Lettering Design. Genau. Wie bist du mit dem Lettering-Projekt weitergekommen über das Jahr? Es hat einige, tatsächlich habe ich selbst recht viel weiter daran gemacht. Und Daniel und ich haben dann eine Font sogar entwickelt daraus. Okay. Also eine, mit der man wirklich schreiben kann. Und ich habe tatsächlich den Grundgedanken von dem Lettering-Projekt für andere Projekte hergenommen, weil das System, ein kollaboratives Artwork zu kreieren, ist ja immer das Gleiche. Ich rufe es hier nochmal kurz auf, damit wir auch so eine Idee kriegen, worüber reden wir eigentlich. Es ging darum, Buchstaben zu gestalten, mit Pattern zu versehen. Und hier hast du sehr viel auch auf Stockinhalte zurückgegriffen. Genau. Es war eigentlich, das ganze Projekt war ein Workshop, an dem 30 Workshop-Teilnehmer zusammen eine Font gemacht haben, also mit Hilfe von der Creative Cloud. Und es hat sehr gut funktioniert. Und also das Bild, was wir jetzt sehen, das habe ich zusammen mit dem Daniel gemacht, der wohnt in Wien, auf die Distanz Wien-Barcelona. Und er ist vor allem der Typ, der gern mit Patterns arbeitet. Er arbeitet in Illustrator, ich arbeite in Photoshop, ich arbeite gerne mit Fotos. Und so ist halt wirklich ein schöner Mix entstanden. Gefällt mir sehr gut. Die Font, die muss ich mir nochmal anschauen, was daraus entstanden ist. Das habe ich noch gar nicht gesehen und gar nicht verfolgen können. Also mein Lieblingsprojekt aus dem letzten Jahr. Bin da sehr gespannt drauf. So charmant. Ja. Also eigentlich, wenn man das Projekt von das ansieht, hier? Also die Basis ähnlich. Es ist nur, ich habe probiert, die Typografie in einen dreidimensionalen Raum zu ziehen, anstatt nur flat zu arbeiten. Sehr, sehr spannend. Aber eigentlich das System dahinter ist das Gleiche. Sehr, sehr spannend. Ich habe von dir hier was gesehen, da können wir auch gleich mal aufs nächste gehen. Dieses Artwork hier. Und da dachte ich anfangs, okay, wie ist das entstanden? Wie hat sie das gemacht? Und du hast dazu auf unserem Blog, ich glaube, das haben wir hier drunter versteckt, Videos, wie das Ganze umgesetzt wurde, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Wir starten das Video einfach mal. Ton brauchen wir da, glaube ich, nicht dazu. Mm-mm. Aber können vielleicht mal ein bisschen über solche Projekte reden. Das ist jetzt Illustrator. Ja. Für ungefähr 5 Minuten. Dann ist es wieder Photoshop. ich arbeite gerne projektübergreifend, also programmübergreifend. Ich bin wirklich schlecht in Perspektiven. Das heißt, wenn ich eine Perspektive machen will, dann muss ich immer auf Illustrator ausweichen. Das heißt jetzt muss, aber eigentlich ist es gut, weil somit stimmt das halt einfach. Also das heißt, den Würfel habe ich in Illustrator gemacht, aber ich habe ihn dann in Photoshop importiert. Wir gehen ja mal zum nächsten Video. Ich glaube, da geht es dann... Das war jetzt nur der Würfel. Weiter, das war jetzt nur der Würfel. Hier geht es jetzt um das Thema Texturen. Und wie ich verstanden habe, hast du da auch wieder bei Stock dich entweder inspirieren lassen oder dort auch sogar Inhalte gefunden? Ich habe eigentlich direkt mit Inhalten von Stock gearbeitet. Weil ich bin eine Illustratorin, ich zeichne aber nicht so extrem gut. Aber ich weiß genau, wo ich nachhelfen kann. Das versteht man oft, ab und zu versteht man das nicht. Also man muss nicht immer wirklich gut zeichnen können. Man muss nur wissen, wie man die Sachen findet, die man braucht. Mhm. In dem Fall habe ich eben geplant, mehrere Gesichter auf den Rubik's Cube anzuordnen.
Und dadurch, dass die Perspektive durch Illustrator vorgegeben war, habe ich eigentlich nur mehr am Stock durchkämmt nach geeigneten Bildern, also die von der Perspektive her gepasst haben. Mhm. Und das war zwar, also man sieht es eh, ich drehe da Sachen und wende sie und schaue so wirklich, was passt nicht. Das waren schon gute 20 Fotos oder mehr, bis ich dann zufrieden war. Und die habe ich dann verwendet. Das, im Endeffekt habe ich 3 Fotos verwendet für den Cube. Wir gehen hier mal ein bisschen weiter runter in den Videos, um auch zu schauen, wie die Sachen dann angewendet wurden und umgesetzt wurden. Ja, da ist er noch eher roh. Da, soll ich noch ein Video weiter runtergehen? Aber ja, jetzt sind wir auf jeden Fall schon die Nase. Also auf jeden Fall, ja, also ich kann jetzt natürlich da dazu was sagen. Also das, da ist er nur so roh, dass ich wirklich Texturen gesucht habe. Und da habe ich mich, glaube ich, sicher 2 Stunden nur um das Lightning gekümmert, also um zu sehen. Es ist natürlich wichtig, dass man sieht, auf welcher Seite das Licht herkommt. Also beim Würfel. Und je mehr Texturen man eigentlich in das Illustrator arbeitet, ja sehr sauber. Und ich mag das nicht. Also es ist eigentlich wirkliche Grafik, zum Beispiel Photoshop-Grafik, es braucht Textur, es braucht Gefühl. Und das kriegt man nur mit Texturen. Und dort mache ich eigentlich nichts anderes, als wie ich koloriere den Cube in verschiedenen Tönen eigentlich, mit verschiedenen Steinen. Das hilft dann eigentlich, dass das Ganze richtig dreidimensional wird. Wir gehen mal ein bisschen weiter runter hier. Auch noch. Sehr cool zu sehen, wie du mit Vorschauen arbeitest die ganze Zeit. Ne? Also. Ja, also naja, sonst ich irre mich natürlich recht oft. Also ich probiere 20 Texturen aus und dann im Endeffekt sind es nur 2. Das heißt, es ist sehr nützlich eigentlich mit der Vorschau zu arbeiten. Ja, wenn du dir überlegst, wie das früher ging mit Runterladen von verpixelten Bildern, mit Millionen von schlechten Pixeln und Wasserzeichen drauf. Ja, so ist es natürlich, ja, dadurch, dass man eigentlich in der App arbeiten kann. Ja. Mit Stock, das ist um einiges schneller. Also ich bin so, da kann man schnell mal was probieren. Wenn es nicht funktioniert, wirft man es weg. Was wir jetzt gar nicht betont haben, ist, was machst du da eigentlich gerade? In welchem Kontext entsteht das, was du da machst? Na, das ist ein Artwork für das Thema Fluid Self. Vom, welcher Monat war das? März? Januar. Januar, Februar. Februar. Ja. Januar, Februar. Also die ersten 2 Monate, das war der erste Trend. Das, ja. Das war der erste Monat von Adobe Stock. Ich habe das lustigerweise nicht für die deutschen Kollegen gemacht, sondern für die amerikanischen Kollegen. Ja, wir sind da aus Zufall drauf gestoßen und gedacht, Mensch, die Bürgerin war auch. Aber das ist doch gut. Ja. Wunderbar. Das ist im Prinzip das, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass wir auch Künstler einladen, sich mit dem Trend auseinanderzusetzen. Und wir wollen sie ja nicht nur inspirieren, sondern wir wollen auch wieder zurück inspiriert werden, sodass wir sagen, wie gehst du damit um, wie interpretierst du den Trend? Und das ist ein sogenannter Visual Trends Remix, der da entstanden ist. Ne? Ist eigentlich ist eine schöne Idee, weil die Trends selbst sind ja eigentlich sehr zeitgemäß und super wichtig. Und dann dazu eine Idee zu entwickeln, sie selbst umzusetzen, war eigentlich wirklich spannend. Mir hat's gut gefallen. Melanie, sind solche Sachen, solche Tutorials, solche Blog-Einträge für dich Quelle für Inspiration? Natürlich. Gehst du auch bei solchen Sachen drüber? Und ich meine, ich könnte da stundenlang zuschauen. Und ich glaube, man kann ja auch tatsächlich bei den ganzen Videos stundenlang zuschauen. Es sind 8 bis 10 Stunden pures Filmmaterial. 8 bis 10 Stunden. Wie lange hat das Gesamtprojekt gedauert? Kannst du das irgendwie so einschätzen, wo du sagst, ich habe jetzt 2 Stunden nach Texturen gesucht? Naja, willst du die die richtige Version oder die kurze? Komm, wir sind unter uns, ist keiner da. Naja, bis man mal die richtigen Texturen, bis man die Idee hat, braucht man. Bis man die Perspektive hat, braucht man dann nur länger. Dann muss man die Texturen finden, weil der Rubik's Cube könnte ja genauso gut aus Plastik sein. Also ich habe jetzt nicht nur Stein ausprobiert, ich habe alles andere auch ausprobiert. Das heißt, es waren dann schon Tage. Ich glaube, ich habe insgesamt mit Stops, also für E-Mail, Facebook, Blog, Klo, 4 Tage braucht. 4 Tage? Hm? Wow, Wahnsinn. Also aber es ist sehr viel Liebe zum Detail drinnen. Also wenn mir eine Idee gefällt, dann finde ich es schade, wenn man dann tatsächlich so halb fertig lässt. Ich arbeite dann wirklich auf 1000% teilweise. Aber es ist auch wunderbarer Learn-Content dabei entstanden. Also auf jeden Fall. Das ist unfassbar. Ich habe mir nicht alle, aber ein paar davon angeschaut.
Da würde ich auch direkt dafür aufrufen, geht auf quail.adobe.com, sucht dort nach der Birgit. Ihr findet dann diesen Artikel und schaut euch das mal an. Ich habe den bei unserem Vorgespräch, hast du den uns so zugeworfen, wo du gesagt hast, Mensch, für die amerikanischen Kollegen habe ich ja das und das gemacht und wir sind drauf gestolpert. Wir haben es aber auch auf dem deutschen Blog. Wir haben es jetzt natürlich auf dem deutschen Blog, ja. Na, das war schon immer auf dem deutschen Blog. Dann habe ich das nie gesehen. Oh. Nee, das ist nur so, dass der Weg war ein anderer. Während wir in Deutschland für dieses Visual Trends-Thema natürlich auch mit Designern gearbeitet haben, haben unsere amerikanischen Kollegen dieselbe Idee verfolgt. Und wir haben uns halt auf lokale Künstler, was wir halt die ganze Zeit machen, auf lokale Künstler konzentrieren, damit die Relevanz einfach da ist. Und die Kollegen, die haben halt einen internationalen Blick auf die Themen und kamen dann mit der Birgit um die Ecke. Und wir haben natürlich gesagt, hervorragend. Schön. Ja, wunderbar. Klasse. Also wunderbar. Sehr schön. Genau. Was würdest du mitgeben wollen für Leute, die sich vielleicht noch nicht so trauen, solche Projekte in so einer Größe anzugehen? Wie startet man? Wie findet man dort so den richtigen Einstieg zu solchen Themen? Die Grundvoraussetzung, also ich denke immer, es klingt lustig, jetzt kommen wir wieder zurück zu UX, also, oder mehr auf Design fokussiert. Wenn ich eine Idee suche, denke ich immer in Icons. Ja. Und das ist eigentlich dann, mit dem fängt man an. Also man muss abstrahieren, man muss das alles weglassen, was unwichtig ist, weil man selbst kindst ja immer seine Babys so, okay, ich mache gern Schatten, der andere macht gern 3D und so weiter und so fort, aber eigentlich soll man zuerst mal eine Idee haben und von da weg kann man arbeiten. Die Idee des Rubik's Cube ist wirklich einfach und dann, der Rest kommt dann schon. Das ist eigentlich Technik, die einfach dann mit der Zeit gelernt werden kann. Ja, schön. Ich finde das wahnsinnig inspirierend und freue mich da wirklich schon auf das habe ich heute Abend durchweg bei jedem Gast gesagt. Ich freue mich aber wirklich auch auf deine nächsten Arbeiten und Projekte, weil sie auch uns, wir sind ja bei Adobe Werkzeughersteller. Wir bieten kreative Werkzeuge an, aber was ihr Künstler daraus macht, das ist eigentlich das, was das Ganze besonders und einzigartig macht. Und da freue ich mich wirklich auf die nächsten Arbeiten und nächsten Projekte. Wie man auch recht einzigartig sketchen kann. Und Melanie, ich hätte es fast vergessen, aber du hast uns dein Tablet mitgebracht. Das gebe ich dir auch mal direkt. Dankeschön. Und wir schauen ja immer bei solchen Vorgesprächen, wo haben wir denn irgendwie auch zu den Gästen, die wir einladen, Nähe zu Adobe-Produkten. Und was wir eigentlich fast gar nicht mehr ansprechen, sind unsere Mobile-Apps, Adobe Sketch, Adobe Draw etc. Und da bist du auf uns zugekommen. Übrigens, ich nutze das auch, hat sie so die letzten 2 Minuten unseres Gespräches gesagt, wo ich dann natürlich gesagt habe, bitte was? Ja. Zeig mal, was machst du da? Was ich mache, ist, das habe ich euch verschwiegen bis jetzt, ich illustriere ja viel. So Sachen wie das hier zum Beispiel, das war ein Pitch für Coca-Cola, oder die hatten das 100 Jahre Jubiläum und das ist halt mit Stockfotos entstanden. Finde ich super spannend und was das Schöne daran ist, es ist halt auch, das wurde ja nie gedruckt, es war ein Pitch. Hat nicht geklappt, aber ich kann es trotzdem schön zeigen. Ja. Und das hast du auf dem Tablet erstellt. Nein, ein Teil davon. Das hast du ein Teil davon. Aber genau. Du hast die Stock-Integration auch oder kannst du auch so auf dem Tablet mit umsetzen und zeigen? Genau. Was wir ja hatten, ich finde das super cool, dass du direkt so auf Image-Layer gehen kannst und dann kannst du nicht nur deine eigenen Fotos auswählen, sondern erstens kannst du dir Patterns aussuchen oder eben Stock-Fotos suchen. Das sieht dann zum Beispiel so aus, wenn du From Market wählst. Das Stock klingt ja immer nach Fotos, aber es gibt ja auch wahnsinnig viele Illustrationen oder Grafiken. Mal sehen, ob das jetzt klappt. Aber ich finde es halt wahnsinnig schön, dass es schon was gibt, das auch inspirierend sein kann. Ja. Natürlich sollte man es nicht kopieren am Ende, das ist ja eh klar, aber man kann Ideen ausprobieren. Ich kriege zurzeit auch ein bisschen Winken von da drüben, dass momentan unser Demo-WLAN scheinbar irgendwie Probleme hat. Das sind so die kleinen technischen Problemchen. Aber natürlich, Market heißt, du kommst hier direkt auf Inhalte, auf kreative Inhalte und kannst eigentlich dich kreativ ausleben, ohne einen Rechner dabei haben zu müssen. Genau, man hat halt dieses haptische Gefühl, trotzdem ein bisschen scribbeln zu können, aber nicht vorm Rechner sitzen zu müssen. Also das ist, was ich so sehr genieße dran. Okay. Ja. Klingt spannend. Sobald wir ein Netz wieder haben, rufen wir dich wieder rein und schauen uns das Ganze weiter an. Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute den Weg zu uns gefunden habt und hoffentlich auch ganz viele Leute da draußen inspiriert haben.
in die Richtung zu gehen, egal ob UX-Design oder solche künstlerische Arbeiten anzugehen. Und ich glaube, bei euch sieht man auch, ihr habt Spaß bei dem, was ihr tut. Und das sollte, glaube ich, das Allerwichtigste sein. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das ist erstmal euer Applaus. Danke.